wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Mittwoch. Mittwochsgedanken beim Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe eine wunderbare Geschichte gerade wieder gefunden über die Psychologie unserer Sinne im Prinzip. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten, diese Geschichte. Ich lese sie euch einmal vor. Ein Indianer, der in einem Reservat weit von der nächsten Stadt entfernt wohnte, besuchte das erste Mal seinen weißen Bruder in der Großstadt. Er war sehr verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und vom Gestank in den Straßenschluchten. Als sie durch die Einkaufsstraße mit den großen Schaufenstern ging, blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte auf. »Was hast du?« fragte sein weißer Freund. »Irgendwo höre ich eine Grille zirpen«, sagte der Indianer. »Das ist unmöglich«, lachte der Weiße. »Erstens gibt es hier in der Stadt keine Grillen und zweitens würde das Geräusch, das könntest du gar nicht hören, der ganze Lärm, es würde untergehen.« Der Indianer ließ sich nicht beirren und folgte dem Zirpen. Sie kamen zu einem älteren Haus, dessen Wand ganz mit Efeu überwachsen war. Der Indianer teilte die Blätter und tatsächlich, da saß eine große Grille. »Ihr Indianer habt einfach ein viel besseres Gehör«, sagte der Weiße im Weitergehen. »Unsinn«, sagte sein Freund vom Land. »Ich werde dir das Gegenteil beweisen.« Er nahm eine kleine Münze aus seiner Tasche und warf sie auf den Boden. Ein ganz leises Ping ließ sich vernehmen. Selbst einige Passanten, die mehr als 10 Meter entfernt standen, drehten sich augenblicklich um und schauten in die Richtung, aus der sie das Geräusch gehört hatten. »Siehst du, mein Freund? Es liegt nicht am Gehör, was wir wahrnehmen können oder nicht. Es liegt ausschließlich an der Richtung unserer Aufmerksamkeit. Was du hörst, sagt mehr darüber aus, was du denkst, als das, was dich umgibt.« Fand ich eine sehr großartige Geschichte, habe ich bei My Monk gefunden. Also auch ein ganz empfehlenswerter Blog. Zwischendurch mal, manchmal nervt er mich ein bisschen, aber das soll bitte jeder für sich selber entscheiden. Aber diese Geschichte fand ich jetzt ganz großartig, weil die Farbe unserer Gedanken, die bestimmen wir selber. Was wir hören in Gesprächen, auf welche Fakten wir draufspringen, hat mehr mit uns zu tun, als dem Gesprochenen tatsächlich. Und diese Geschichte drückt das ganz schön aus. Damit lasse ich euch heute einfach mal alleine und bin sehr gespannt, auf welche Gedanken ihr so kommt und würde mich sehr freuen, wenn ihr die mit mir teilt. Und denkt dran, im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall FAQs geben, also Frequently Asked Questions. Das heißt, schickt mir eure Fragen, die ihr so habt, und die werde ich dann zwischendurch in den Mittwochsgedanken oder in der Montagsmotivation oder vielleicht sogar in einem ganzen Artikel, also im Sonntags werde ich das dann beantworten. Ich freue mich auf eure Fragen. Ihr habt den Natural Leadership Podcast gehört. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass ihr eingehört habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.